Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Willkommen zurück zur NBA 2K19 Saison 2022-2023 mit den Bulls. Unsere letzte Saison, die wir spielen werden. Mit einem, wie ich immer noch finde, echt guten und soliden Team. Eigentlich, wenn ich das sage, klingt das richtig bescheuert, wenn ich mein Team so angucke, weil wir durch die Bank echt gut besetzt sind. Wir sind wirklich richtig gut besetzt. Auf der Point Guard Position kann man sicherlich noch besser besetzt sein, aber schauen wir mal ganz kurz. Point Guard, Shooting Guard. Ich habe es in der letzten Folge angekündigt, wir werden jetzt mal schauen, ob es da irgendwas gibt. Spielersuche, Point Guard. Was uns aber wahrscheinlich so gesehen direkt nicht weiterbringt. Markelle Fultz ist hier auch mit drin. Und dann kommt schon DeJounte Murray. Da hast du noch John Wall, Chris Paul, Damian Lillard. Das wäre natürlich krass. Aber dafür gibt es nicht mal ein Angebot. Für Kyrie Irving sowieso nicht. Kemba Walker, Cole Anthony. Und D'Angelo hat sich auch nicht weiterentwickelt. Also ihr seht, der bleibt auf seine 88 hängen. Da habe ich jetzt nicht so viel falsch gemacht. Besonders wenn ich da auf die Werte von Murray gucke. Da können wir schon echt zufrieden sein. Also das ist eine Position, die brauchen wir nicht angreifen. Jaylen Brown. Queen. Klay Thompson. Bradley Beal. Donovan Mitchell. Gibt es auch kein Angebot. Oladipo auch nicht. Devin Booker hängt auch auf seiner 88 fest. Auch hier sind wir gut aufgestellt. Wir brauchen eigentlich nichts machen. Ja, dann gehen wir mit diesem Team jetzt erstmal so in die neue Saison. Das sind die Tipps vom Coach, von Steve Kerr. Und auf den werde ich auf jeden Fall jetzt erstmal hören. Banktiefe machen wir 10, Banknutzung. Ja, können wir 55 machen. Jung, alt, Systembeherrschung, Vorliebe. Scoring Option. Da nehme ich als Nummer 1 Jimmy Butler. Ich bleibe eigentlich bei dem gleichen System, wie ich schon hatte. Lass ich ihn das mal anpassen. So würden wir spielen. Jetzt bin ich echt gespannt. Also, wird das jetzt funktionieren? Oder nicht? Teamchemie brauchen wir nicht. Die ist bei 98. Balanced, higher. Machen wir mal das. Gut, gehen wir rein. Ach so. Ich wollte jetzt schon mit Simcast machen, machen wir aber ja nicht. Machen wir nicht. Brooklyn, erstmal Season Opener gewonnen. Keine Chance, Jimmy Butler wird niemals getradet. Macht in unserer aktuellen Situation auch wenig Sinn. Wir verlieren gegen die Timberwolves relativ eng. Trey Burke hat sich verletzt. Das bedeutet Bullock rein. Hier die Minuten weg. Schau mir das jetzt gleich nochmal in Ruhe an. Coaching. Überall Minuten weniger. Aber die Verteilung passt. Ist okay, ist fast nahezu perfekt. Außer auf der großen 5 sind wir ein bisschen mit mehr Minuten unterwegs. Sieg gegen die Hawks. Diallo gegen Adebayo. Nein.
Ibaka gegen Adebayo, nein. Wir verlieren gegen die New York Knicks, das gibt's nicht. Ach so, mal so eine private Frage. Wie spielt ihr eigentlich MyGM? Simuliert ihr jedes Spiel bloß? Oder macht ihr so wie ich Simcast? Oder spielt ihr auch jedes Spiel und weniger Minuten? Wie macht ihr das? Würde mich mal interessieren. Lass ich auch wieder vom Computer anpassen. Trey Burke ist wieder am Start. Wir gewinnen gegen die Pistons. Okay. Training sieht eigentlich gut aus, oder? Stimmt, das habe ich jetzt gar nicht gemacht. Das muss ich jetzt noch machen. Machen wir Scharfschütze, grenzenlose Reichweite, Eckenspezialist. Sitzt Scottie Pippen. Da hat schon ziemlich viele Plaketten. Taschendieb. Schwierige Würfe. Dann Jackson Jr. Mache ich jetzt mal Adebayo. Zaire Smith. Grenzenlose Reichweite packe ich damit rein. Tyreek Evans, die sind alle jetzt nicht mehr die mega jüngsten. Schwierige Würfe, unermüdlich. Mikrowelle. Passt. Okay. Wir simulieren. Wir stehen bei 3-3. Middleton, Brockton, DeJounte Murray, Derrick Rose. Nein. Wir verlieren mit 92 zu 143. Sind die Jungs immer noch müde? Aber warum sind sie müde? Weil das Training zu hart ist. Das Training ist zu hart. Ich mach das mal selber. Ausdauer. Finde ich wichtig. Dann. Defensive Konstanz auf jeden Fall. Und Wurferschwerung. Die Sachen. Und Spieler. Jetzt schaue ich mal persönlich noch bei den Spielern rein. Mal wie es da aussieht. Ah, die sind träge. Die sind ziemlich durch. Aber die werden jetzt halt gleich alle meckern, wenn ich die jetzt rausnehme. Aber das mache ich jetzt einfach mal. Dann können die sich mal kurz ausruhen. Auch wenn wir dann das nächste Spiel vielleicht total auf den Sack kriegen. So. Vielleicht gewinnen wir es ja aber auch. Mal gucken. Und so sieht's aus. 98 zu 97. Komm, machen wir noch ein Spiel, bevor die dann meckern jetzt. Und wir gewinnen auch dieses Spiel. So, meckert schon der Erste? Bestimmt. Kann gar nicht anders sein. Nee, die halten sich sogar zurück. Jetzt müssen sie aber eigentlich wieder. Passt. Sieht gut aus. Dann können wir wieder reingehen und packen die wieder in die Starting 5. Ist schon ein bisschen anders. Wenn man nur wirklich sich darauf konzentriert, dann macht man auch andere Sachen, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt macht, wenn man das so spielt, wie ich das tue mit Simcast.
Gut, ausgeruht sind die jetzt alle. Jetzt bin ich mal gespannt auf die nächsten Spiele. Gehen wir wieder rüber zum Kalender. Als nächstes gegen OKC, gegen die Cavs. Da habe ich ja auch zweimal verloren. Robinson, naja. Sehr zufrieden natürlich. Es wäre schon geil, wenn wir jetzt plötzlich mit dem Team die NBA rocken. Büro. Mal schauen, was die wollen. Max, unser Spiel gegen die Cleveland Cavaliers steht an und unsere Fans erwarten, dass wir dieses Derby gewinnen. Bitte arbeiten Sie eine entsprechende Spieltaktik aus. Absolut. Mache ich total gerne. Und zwar ist meine Spieltaktik. Meine Spieltaktik ist, dass die Starting Five mehr spielt. Besonders Jimmy Butler. Und da gewinnen wir, Mai, was ein... Halt, halt, halt! Alter, was geht da mit dem Trainingsplan ab? Warum haben wir plötzlich gefühlt überall Training drin stehen? Kannst du ja nicht, so nicht machen. Super, jetzt haben wir schon zweimal trainiert, jetzt kommt back to back. Die sind jetzt wahrscheinlich völlig im Eimer. Nee, im Eimer sind sie nicht, aber trotzdem, nach dem Back-to-Back-Spiel werden sie es wahrscheinlich nicht mehr ganz so frisch. Ah, gegen die Hornets verlieren wir dann. Das Training mache ich auch mal raus. Wir stehen bei 8-6. Nope. Mal schauen, was sie schon wieder wollen. Gewinnen gegen die Bucks, verlieren gegen Golden State. Ich kann das Training nicht aussetzen. Warum? Hey, vor einem Back-to-Back-Spiel trainierst du... Also würde ich jetzt mal behaupten, dass du nicht trainierst. Wir gewinnen, wir verlieren. Wir verlieren. Ablehnen, ablehnen. Gegen die Knicks verlieren wir wieder. D'Angelo gegen McCollum. Nee, beim besten Willen nicht. Jetzt muss ich wieder gucken. Warum verlieren wir jetzt gerade wieder? Ach so, wartet mal. Systembeherrschung. Was ist da eingestellt? Ausgeglichen. Wir spielen jetzt mal Tempo und Spacing. Tempo und Spacing auswählen. Bekommt auch wieder seine 30 Minuten. Vielleicht kann ich auch einfach mal Help Defense. Vielleicht mache ich das doch mal runter, wenn das nicht so gerne gesehen ist. Banktiefe 9. Das war am Anfang ja eingestellt. Ich finde halt, 9 ist halt schon wenig. Aber okay, probieren wir es. Gewinnen gegen die Clippers. Oh nein, hat sich eine verletzt, geprelltes Brustbein. Nee, dann natürlich nicht spielen. Dafür ist unser Ersatz zu krass und zu gut.
Das ist tatsächlich was, was wir überlegen könnten. Adebayor, sein Trade-Wert ist, glaube ich, nach wie vor brutal hoch. Ob wir das machen? Ich hab's jetzt mal. Trotz, halt, stopp. Mal vom CPU anpassen lassen, weil ich einfach sehen will, was der macht. Ja, er nimmt ihn auch. Also komplett raus. Was würden wir für ihn bekommen, ist die Frage. Bobby Portis, alter Bekannter, Dragic. Nee, beim besten Willen nicht. Beim besten Willen nicht. Rein geschäftlich, lassen wir es durchgehen. Nächster Sieg. 14-12 leider trotzdem nur. Jimmy Butler ist schon wieder ausgepowert. Wendell ist wieder am Start. Das bedeutet, kommt wieder rein. Ich lasse erstmal wieder ein CPU machen. Das ist meistens leichter und dann gehst du danach rein und machst das. Ich gebe ihm trotzdem mal eine Auszeit. Genauso wie DeJounte Murray. Das riskiere ich jetzt einfach zwischendurch. Es ist eh die letzte Saison. Da kann ich auch mal ein bisschen rumprobieren und experimentieren. Ey, DeJounte Murray ist penetrant. Der lässt sich jetzt nicht gefallen, dass ich ihn raustue. Muss ich natürlich auch seine Spielzeit wieder. Alter, Meckerfritze, hey. Wegen einem Spiel. Wie kann man denn da direkt meckern? Oh nein. Gott sei Dank sind das alles bloß so kleine Verletzungen. Da müsste jetzt nämlich Jimmy Butler automatisch auch wieder drin sein. In der Starting 5 ist er auch. Ich spiele komplett ohne Power Forward. Okay. Why not? Also, warum nicht? Wenn sie meinen Teamentwicklung. Wie sieht das eigentlich hier aus? Ausdauer geht nach oben. Stärke. Defensive Konstanz muss ja nach oben gehen. Ich habe es ja nicht umsonst eingestellt. Okay, was ist das bitte für ein kranker Shoot beim Ausblocken? Weiß ich jetzt nicht, woher der kommt. Wir können mal nicht mehrere Spiele hintereinander gewinnen. Ich verstehe es nicht. Wer hat sich was? Ich habe nur irgendwas mit gebrochen gelesen. Gebrochener rechter Knöchel 2 bis 4 Monate. Halleluja. Ich glaube, ich kotze
mal richtig hart ab. Das bedeutet, jetzt muss er ja ganz anders spielen. Ja, jetzt spielt er mit dem Shooting Guard auf der sechsten Position. Zwei Verletzte. Naja, nicht so geil. Und zwei echt wichtige. Aber mal schauen, wie es jetzt läuft. Wir gewinnen. Back-to-back-Win. Und der Erste ist Gott sei Dank wieder am Start. Boah, das ist krass. Jimmy Butler hat echt brutal zu kämpfen mit der Ausdauer. Der meckert aber auch... Boah, okay. Der meckert tatsächlich überhaupt nicht, wenn ich ihn rausnehme. Das wundert mich. Ja, verlierst du gegen die Brooklyn Nets, aber das ist klar, wenn du... Ich glaube jetzt gerade eben langsam ehrlich gesagt, dass das Training zu hart ist. Hoch eingestellt. Also ich kann auch mal gerne sehr niedrig einstellen. Dass wir mal weniger, also jetzt trainieren wir natürlich sehr weniger, wir probieren es. Nee. So, gewinnen wir. Jetzt müssen sie ja eigentlich ausgeruht sein. Okay, jetzt beschwert er sich dann doch. Jetzt habe ich mich verklickt. Ah. Dede. Rein theoretisch müssen ja jetzt wieder alle fit sein. Auch von der Starting Five und ausgeruht. Also halt außer die Verletzten, ne? Es ist schon ein Kampf. Also es läuft nicht so leicht, wie ich mir das vorgestellt habe oder hätte. Gibt es kein Angebot. Dann kommt eh schon Jimmy Butler. Ja, und dann kann man es eigentlich schon vergessen. Ben Simmons, geben die niemals ab. Porzingis sowieso nicht. Williamson auch nicht. Da sind wir schon auch gut mit dabei. Joel wäre natürlich schön, aber das wird niemals passieren. Nee, und Wendell ist sowieso... Bin ich eigentlich immer zufrieden gewesen, ne? Auf der Position würde ich schon gerne was machen, aber... Nee, das ist zu viel. Das ist zu viel. Da müsste ich... Nee. Auf gar keinen Fall machen wir das. Barrett. Würde mich vielleicht noch einigermaßen jucken. Doncic geht noch nicht. Devin Booker wieder zurückholen. Dann bringt er mich, glaube ich, höchstpersönlich alle um. Nee. Ich glaube, das wird auch nichts bringen. Also, es läuft ja jetzt nicht mega schlecht. Also, letzte Saison standen wir schlechter da zu dem Zeitpunkt.
Verlieren, sehr schön. Jetzt, ich hätte es nicht sagen sollen. Saric, Zach LaVine. Wir simulieren jetzt mal noch bis zu dem Ende und dann gucken wir uns mal die Statistiken unserer Spieler an. Wer liefert denn wirklich ab und wer nicht? Gerade wieder Büro-Time. Wendell ist wieder da, Gott sei Dank. Jetzt bin ich dann langsam doch am Überlegen, ob ich das machen soll. Ich weiß, dass ich da draußen sehr, sehr viele Jedi Osman Fans habe. Aber den seine Points droppen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Dann eher nein. Oh, 3 Siege in Folge. Jungs, hört auf. 3 Siege in Folge. Dann kommt direkt der nächste. CJ McCollum ist verletzt. Okay. Wir schauen rein, wie es aussieht bei unseren Jungs. Das sehe ich unter der Saisonstatistik, Spielerstatistik. Jimmy Butler macht die meisten Punkte. Wendell dahinter. CJ McCollum müsste eigentlich meiner Meinung nach mehr machen. Wendell am meisten Rebounds. Adebayo dahinter. Jackson Jr. DeJounte Murray ist krass als Point Guard. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Assists, das ist auch überragend. Jimmy Butler. Wer hat die stärkste Wurfquote? Maxi Kleber, okay. Bullock, DeJounte Murray. Jimmy Butler nahezu 50%, das ist alles okay und gut. Bullock 57,1% von draußen. Das sieht alles gar nicht so schlecht aus. Plus minus. Wer ist da vielleicht aus der Starting 5 richtig grottig? Keiner so wirklich. Okay. Sieht alles okay aus, wir stehen bei 21,19, das würde momentan bedeuten, wir wären auf der 8 in den Playoffs. Das wird wieder mega eng, aber wir haben gerade auch gesehen, nach oben hin ist jetzt auch nicht allzu viel Luft. Also wir sind 6,5 Games behind, alles noch möglich und drinnen. Ich weiß nicht, ob es mir das nächste Mal, doch ich glaube wir schaffen das, das nächste Mal komplett durchzusimulieren, dann sind wir mit dieser Saison durch. Ich bin gespannt, ob wir es nur mit Simulieren in die Playoffs schaffen. Wenn ihr noch irgendwelche Tipps haben solltet, dann schreibt mir die gerne in die Kommentare, besonders wenn es wirklich nur darum geht, zu simulieren. Also vielleicht gibt es ja auch irgendwelche Sachen, um die ich mich gar nicht kümmere, wo ihr sagt, hey Max, das hat mega den krassen Einfluss, das musst du machen, dann schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Ansonsten, ja, sage ich wieder danke fürs Reingucken, ich bin gespannt auf eure Tipps und nicht vergessen, wie spielt ihr MyGM? Würde mich auch interessieren. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.